Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hallo, liebe Zuhörer, und willkommen bei der Dezember-Jugendwelle. Mein Name ist Flavia und ich freue mich sehr, dass ich dieser Monat zu euch sprechen kann. Ich will kurz etwas gestehen. Es war ein großer Wunsch für mich, die Moderation für die Dezember-Sendung zu machen, weil ich Weihnachten mit meinem ganzen Wesen liebe. Okay, und jetzt lass uns mal anfangen. Wir werden heute zusammen sehr viel Spaß haben, denn das Jugendwelle-Team hat hart gearbeitet und für euch neue und wirklich spannende Beiträge vorbereitet. Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Natürlich werden wir heute über Weihnachten sprechen. Und dieser Monat ist besonders feierlich für Rumänien, denn wir haben am 1. Dezember 100 Jahre seit der großen Vereinigung gefeiert. Alles Gute zum Geburtstag, Rumänien, Rumänen und viele und hoffentlich auch bessere Jahre. Wir haben etwas ein bisschen Verschiedenes dazu vorbereitet, als was ihr erwartet, also bleibt dabei. Und zu guter Letzt werden wir uns heute auch mit dem Thema Menschenrechte beschäftigen. Ein Journalist wurde einmal gefragt, wenn er zu wählen hätte, was würde er tun? Nachrichten, die die Menschen hören wollen oder Nachrichten, die die Menschen hören sollten? Wir versuchen heute für euch ein bisschen von den beiden zu tun. Aber genug Gerede, lasst uns einfach beginnen. Und los geht's mit der Sendung nach folgendem Lied. Menschen lieben einfach Weihnachten. So sehr, dass diese Feier heutzutage in vielen Ländern üblich ist, obwohl die Menschen dort keine Christen sind. Es ist jetzt eher ein Phänomen als eine religiöse Feier. Und was dieses Phänomen so wunderbar macht, sind die vielen Traditionen, denen alle folgen. Jetzt werden Bogdan und Adela mehr darüber erzählen. Weihnachten, auch Weihnacht, Christfest oder Heiliger Christ genannt, ist das Fest der Geburt Jesu Christi. Festtag ist der 25. Dezember, der Christtag, dessen Feierlichkeiten am Vorabend, dem Heiligen Abend, beginnen. Er ist in vielen Staaten ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen anderen Ländern kommt als zweiter Weihnachtsfeiertag der 26. Dezember hinzu, der auch als Stephanstag begangen wird. Christen und Nichtchristen feiern Weihnachten heute meist als Familienfest mit gegenseitigem Beschenken. Dieser Brauch wurde seit 1535 von Martin Luther als Alternative zur bisherigen Geschenksitte am Nikolaustag propagiert, um so das Interesse der Kinder auf das Fest der Geburt Christi zu lenken. Viele Länder verbinden weitere eigene Bräuche mit Weihnachten. Der Besuch eines Gottesdienstes am Heiligen Abend ist für viele Menschen Teil der Festtradition. Hinzu kamen alte und neue Bräuche verschiedener Herkunft. Wir erklären sie euch und beginnen mit dem Krippenspiel. Dies ist eine traditionelle szenische Darstellung der Weihnachtsgeschichte, die von der Geburt Jesu handelt. Aufgeführt wird das Krippenspiel meist am Heiligabend in der Kirche, wobei es auch in die Christvesper eingebunden werden kann. Der geschmückte Weihnachtsbaum ist seit dem 16. Jahrhundert ein Nadelbaum, der je nach Geschmack mit Lichterketten, Kerzen, Glaskugeln, Lametta, Engels oder andere Figuren geschmückt wird. An der Spitze findet man einen Stern, welcher jenen Stern darstellt, der die drei heiligen Könige damals zum Geburtsplatz von Jesu geführt hat. Die Verwendung eines geschmückten Baumes hat keinen historisch nachweisbaren Anfang, sondern findet in Bräuchen verschiedener Kulturen ihren Ursprung. Immergrüne Pflanzen verkörperten Lebenskraft und darum glaubten die Menschen in früheren Zeiten, sich Gesundheit ins Haus zu holen, indem sie ihr Zuhause mit Grünem schmückten. Der Adventskranz ist seit 1839 ein meist aus Tannenzweigen geflochtener Tisch- oder Hängeschmuck im Advent mit vier Kerzen, den Adventskerzen. Diese werden im Laufe der Adventszeit nacheinander entzündet. Am ersten Adventssonntag wird eine Kerze angezündet, ab dem zweiten Advent auch die zweite und so weiter.
Der Weihnachtsmann ist seit dem 19. Jahrhundert eine Symbolfigur weihnachtlichen Schenkens, die in Deutschland sowie in der übrigen Welt, besonders in evangelisch geprägten Religionen, populär ist. Dargestellt wird er als rundlicher, freundlicher alter Mann mit langem weißem Rauschebart, mit rotem und mit weißem Pelz und einem Gewand. Attribute sind sein Geschenkesack und häufig eine Rute. Dass es diese Darstellung bereits im 19. Jahrhundert gab, beweisen zeitgenössische Postkarten. Angeblich bringt der Weihnachtsmann braven Kindern am Heiligen Abend Geschenke, den Unartigen hingegen bloß eine Rute. Er vereinigt somit Eigenschaften des heiligen Bischof Nikolaus von Myra und seines Begleiters des Knecht Ruprechts. An vielen Orten wird im Advent und teils auch noch in der Weihnachtszeit ein Weihnachtsmarkt abgehalten. Dabei werden meist besondere Waren angeboten, etwa Kunsthandwerk zur Weihnachtsdekoration und Lebensmittel. Viele Weihnachtsmärkte bieten den Besuchern auch Fahrgeschäfte, Musik, Darbietungen wie Krippenspiele. Das Weihnachtsbrauchtum im deutschen Sprachraum ist weltweit bekannt und es gibt in vielen Ländern Weihnachtsmärkte nach deutschem Vorbild. In Rumänien dauert die Adventszeit in Erwartung Jesu Christi traditionell 7 Wochen. Sie beginnt am 14. November jährlich und endet am Weihnachtstag. Der erste Tag des Advents, der 14. November, wird traditionell Sata Seculi genannt, übersetzt etwa der Tag, an dem die Abstinenz beginnt. Der Verzehr von tierischen Erzeugnissen ist in dieser Fastenzeit verboten. Die Einhaltung der Weihnachtstradition wurde mit der Christianisierung Rumäniens eingeführt, dann aber in der kommunistischen Zeit von 1948 bis 1989 von staatlicher Seite unterbrochen. Im postkommunistischen Rumänien wurde Weihnachten wieder festlicher gefeiert. Musik ist ein wichtiger Teil der Weihnachtsfeier in ganz Rumänien. Es gibt eine besondere Tradition, bei der in der Weihnachtszeit Gruppen von Haus zu Haus gehen und singen. Diese Lieder werden Colinde de Crăciun genannt. Die Familien sollen die Sänger dann in ihre Häuser einladen und ihnen verschiedene kleine Geschenke wie Nüsse, Trockenfrüchte und Brezeln geben. Da das rumänische Volk bei allen wichtigen religiösen Feierlichkeiten ein Fest veranstaltet, ist das Essen reichlich und lecker. Cozonac, eine Art Stuten, ist eines der wichtigsten Produkte, die auf dem Weihnachtstisch nicht fehlen dürfen. Es wird mit verschiedenen Füllungen, aber traditionell mit Walnusscreme zubereitet. Es vereint Familien und erinnert an das Feiern von Weihnachten in jedem Alter. Andere wichtige Weihnachtsgerichte sind Sarmale, Kohlrouladen mit Fleisch gefüllt, Salate de Bœuf, ein geformter Gemüse- und Hühnersalat mit Mayonnaise, zusammengehalten und mit Oliven und gekochten Eiern dekoriert, und Piftie, ein Aspik-Rezept, das traditionell mit geräucherter Schweinekeule und Knoblauch bereitet wird, auch Rezeptur genannt. Was für ein wunderbarer Beitrag. Ich kann jetzt kaum mehr warten, dass Weihnachten kommt. Erzählt uns in den Kommentaren und auf unserer Facebook-Seite, welche Pläne ihr für dieses Weihnachten habt. Um mit der festlichen Stimmung weiterzumachen, haben Eddie und ich euch etwas über 100 Jahre Rumänien vorbereitet. Aber wir wollten etwas ein bisschen anderes als üblich tun. Also bei der Gelegenheit der 100-Jahr-Feier wollen wir euch eine Frage stellen. Wohin wollt ihr weiter? Nach vielen Diskussionen, Kontroversen und Skandalen ist vergangene Woche der Tag gekommen. Rumänien ist 100 geworden. Oder nicht ganz. Das Problem mit der 100-Jahr-Feier ist, dass Rumänien nicht erst seit dem 1. Dezember 1918 existiert. Denn das Land Rumänien gibt es bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit der Zeit von Alexandru Ioan Cuza, aber damals in einer anderen Form. Ja, am 1. Dezember 1918 entstand Großrumänien, aber heutzutage ist das Territorium Rumäniens trotzdem kleiner als damals, 1918. Jedoch ist jetzt die sogenannte 100-Jahr-Feier eine Gelegenheit, uns zu fragen, wohin gehen wir jetzt weiter?
Im Januar 2019 wird Rumänien die EU-Ratspräsidentschaft für 6 Monate übernehmen. Nach fast 30 Jahren Demokratie haben wir die Chance, ganz Europa zu zeigen, wie weit wir gekommen sind und welche unsere Werte sind. Und wir sind nicht dafür bereit. Das zumindest war die Meinung des Präsidenten Iohannis im November, bevor er ein paar Tage später seine Meinung änderte und meinte, Rumänien könne theoretisch doch ein angemessenes Mandat ausführen. Tatsächlich befindet sich Rumänien zur sogenannten 100-Jahr-Feier und in den Tagen danach nicht gerade in der idealsten Situation. Das ganze Jahr 2018 war von Kontroversen und Skandalen gekennzeichnet. Im Oktober fand das homophobe Referendum für die traditionelle Familie statt. Am 10. August wurden friedliche Demonstranten von der Gendarmerie geschlagen und mit Gas beschossen. Eine gigantische Kirche wurde in Bukarest auch durch finanzielle Unterstützung des Staats gebaut, während sich viele Krankenhäuser in ruinösem Zustand befinden und nicht vom Staat repariert werden. Die aktuelle Regierung ist vielleicht die polarisierendste, die Rumänien in den letzten 10 oder sogar 20 Jahren hatte. Zum Anlass der 100-Jahr-Feier hat die Dăncilă-Regierung ein Präsentationsvideo produziert, dessen Ton den nationalkommunistischen Propagandasendungen von früher ähnelt. Vielleicht sollte jemand den Produzenten dieses Videos ein bisschen Geschichte lehren, so dass sie erfahren, dass Temeswar Teil des Habsburgerreiches war, als es zur ersten Stadt mit elektrischer Beleuchtung in Europa wurde. Die rumänische Gesellschaft befindet sich an einer Kreuzung. Wir können uns als Volk nicht definieren. Welche sind unsere Werte? Wie wollen wir von der Welt gesehen werden? Welche Aspekte aus unserer Geschichte feiern wir? Für welche schämen wir uns? In einer Zeit, wo die Bedrohung des Ultranationalismus immer größer wird, sollte sich jeder nach der 100-Jahr-Feier fragen. Und wohin jetzt? Und jetzt, da wir schon einen Blick in mehr Soziales und weniger Feierliches gewagt haben, werden Julia und Justi euch mehr über Menschenrechte erzählen, welche diese eigentlich sind. Und ob sie wirklich in unserer heutigen Gesellschaft eingehalten werden, darüber erfahrt ihr jetzt mehr. Die Menschenrechte. Was sind überhaupt die Menschenrechte? Ein Menschenrecht ist ein unabdingbares Recht auf freie und allseitige Entfaltung der Persönlichkeit in einem Staatswesen. Aber sehen wir es uns genauer an. Jeder Mensch sollte gesetzlich dieselben Rechte haben. Ob er aus Afrika, Deutschland oder Rumänien stammt, ob er ein Basketballspieler, ein Arzt oder ein Bauarbeiter ist, er sollte immer gleich behandelt werden. Im Vergleich zu manch anderen Rechten, die man in bestimmten Gruppen bekommt, muss man nichts dafür machen, um Menschenrechte zu bekommen. Man muss kein Mitglied einer bestimmten Gruppe sein, noch dafür bezahlen oder arbeiten. Man besitzt sie ab dem Moment, in dem man geboren wird. Sie sind übrigens die einzigen Rechte, die auf jeden Menschen angewendet werden können. Eine lange Liste von 30 Artikeln wurde von den Vereinten Nationen, also von der UNO, verfasst und sollte unabhängig von den Staatsregierungen angewendet werden. Weltweit sind sie unter der Bezeichnung Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bekannt. Dieses Dokument ist das anerkannteste zu dem Thema Menschenrechte. Dazu zählen Artikel wie Artikel 1 unter der Überschrift Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Artikel 4 zum Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels oder auch speziellere Artikel wie Artikel 16 zum Thema Eheschließung und Familie. Nun, wie entstanden Menschenrechte? In früheren Zeiten der Menschheit war dieses Thema total fremd. Menschenrechte gab es nicht. Das Leben wurde nur von dem Status in der Gesellschaft bestimmt. Wurde man in einer anerkannten Familie geboren? Super. Wurde man aber in einer unbekannten und armen Familie geboren? Genau. Pech gehabt. Ein wichtiges Jahr zur früheren Entwicklung der Menschenrechte war 539 vor Christus. Kyros der Große wollte damals Babylon erobern, und als er das schaffte, kündigte er an, dass in seinem persischen Reich alle Sklaven in die Freiheit kommen sollten. Und er hatte noch weitere Ideen. Kyros wollte, dass alle Menschen ihre Religion frei wählen durften, unabhängig von ihrer Stellung in der Gesellschaft.
Dies war damals so revolutionär, dass seine Worte auf einen Zylinder aus Ton geschrieben wurden, bekannt als der Kyros-Zylinder. Das war die erste geschriebene Form der Menschenrechte. Bald hörte man in Indien, Griechenland und dem Römischen Reich davon, und schon bald wurde die Idee beliebt, dass die Gesellschaft sogenannte Naturgesetze einhalten sollte, also Gesetze, die nicht unbedingt von den Führern bestimmt wurden, sondern die immer gelten. Viele Führer und Könige waren aber nicht einverstanden mit dieser Idee, denn dies hätte ja auch eine Einschränkung ihrer Macht bedeutet. Lange Zeit später, im Jahr 1215 nach Christus, gab es ein wichtiges Ereignis in England. Der damalige König Johann wurde dazu gebracht, die sogenannte Magna Carta zu unterzeichnen. Auch dies war ein Dokument mit Menschenrechten und seine Unterzeichnung war ein bedeutender Moment für die Geschichte der Menschenrechte, denn diese kamen so nach Europa. Im Jahr 1689 wurde dann vom britischen Parlament die Bill of Rights anerkannt, ein Dokument über Menschenrechte, welches grundlegend für die Gesetzgebung in den USA wurde. Denn sie wurde von britischen Rebellen, die auf dem neu entdeckten Kontinent Amerika ihre Unabhängigkeit erklärten, zur Grundlage der Verfassung ihres neuen Staates, den Vereinigten Staaten. Eine sehr wichtige Rolle für die Geschichte der Menschenrechte in Asien spielt der junge indische Anwalt Mahatma Gandhi, der 1915 starke Proteste gegen die Verletzung der Menschenrechte durch England anführte und damit die indische Unabhängigkeit erlangte. Man kann also sehen, dass die Menschenrechte in unterschiedlichen Teilen der Erde und zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt wurden. Dennoch hielten sie nicht immer und überall. Während des Zweiten Weltkrieges wurde es allen klar, dass sie völlig ignoriert wurden. Nach dem Krieg wurde es daher angestrebt, ein Menschenrechtsdokument für die weltweite Bevölkerung zu erstellen. Und so haben sich 1945 die Vereinten Nationen gegründet. 1946 waren sich alle Repräsentanten einig und beschlossen die 30 Artikel, die wir heute als allgemeine Erklärung der Menschenrechte kennen. Leider ist die Situation in der Welt aber trotzdem lange nicht perfekt. Viele Studien, Fakten und Zahlen zeigen, dass die Menschenrechte vielerorts ignoriert werden. Dennoch ist es wichtig, dass es ein universelles Dokument wie die Erklärung der Menschenrechte gibt, die, zumindest in der Theorie, jeder Mensch einklagen darf. Das grundlegendste Menschenrecht ist das Recht auf Leben. In vielen Ländern ist dieses Recht jedoch nicht nur durch Kriminalität, sondern auch durch den Staat bedroht. Die Todesstrafe ist die Tötung eines Menschen als Rechtsfolge für einen in einem Gesetz definierten bestimmten Tatbestand, dessen er für schuldig befunden wurde. Ihr geht in der Regel ein Todesurteil nach einem Gerichtsverfahren voraus, das mit der Hinrichtung des Verurteilten vollstreckt wird. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gesteht jedem Menschen das Recht auf Leben zu und besagt, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Die Todesstrafe verletzt diese grundlegenden Menschenrechte. Töten kann niemals gerecht sein, selbst wenn es staatlich angeordnet wird. Ein Staat kann nicht per Gesetz das Töten verbieten und gleichzeitig selbst töten. Die internationalen Menschenrechtsnormen, die das Leben jedes Menschen schützen, stehen über dem nationalen Recht. So zumindest die Theorie. 140 Staaten weltweit wenden die Todesstrafe nicht mehr in der Praxis an, dennoch leben leider über 2/3 der Weltbevölkerung noch immer in Ländern, in denen Menschen hingerichtet werden. Und das war's. Leider war diese die letzte Jugendwelle im Jahr 2018. Unser Team hat erst vor kurzem begonnen, bei dieser Sendung zu arbeiten. Aber wir freuen uns, dass wir die letzten Monate dieses Jahres mit euch verbringen konnten. Wir werden auch in dem neuen Jahr hart arbeiten, um euch immer neuere und aufregende Geschichten zu bringen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Bis später. Flavia, Julia, Eddie,
Justi, Adela, Bogdan und Julia. Jugendwelle.